Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Mediwurst. Heute geht es um dieses wunderschöne Gerät hier. Und zwar ist das unser First Responder Rucksack. Gleich Triggerwarnung vorweg, dieser Rucksack ist nicht nach DIN gepackt. Das hat gute Gründe. Und das Warum und was da alles drin ist, gucken wir uns jetzt an. Dieser Rucksack ist nicht nach DIN gepackt. Das ist gut und das ist richtig so und das hat auch durchaus seine Bewandtnis. Will ich bei irgendeiner Kontrolle glänzen und mich bei irgendjemandem einschleimen, den ich nicht kenne, den ich nicht mag oder beides? Oder will ich mit Material arbeiten, was evidenzbasiert Leben gerettet hat und nach wie vor Leben rettet und ziemlich dem aktuellen Stand der Zeit entspricht? Also ich wäre für Letzteres. Darf man mich ruhig böse Onkel nennen. Wir fangen hier vorne mal an. Hier haben wir im Grunde das, was der gemeine Volksmund so ein bisschen als Bubu-Kit bezeichnet. Das sind ein paar Pflaster, ein paar Pflaster-Kits. Das sind Alkoholtupfer, um die Wundränder sauber zu machen. Wir haben da Kompressen drin, wir haben da Watergel drin. Mehrere kleine Tütchen. Nichts Spektakuläres, nichts wirklich Aufregendes. Wir haben hier vorne das Thema Diagnostik. Blutdruckmessung, Pulsmessung, also ein Pulsoximeter. Wir haben hier die ersten Handschuhe drin. Wir haben da gleich aber noch wesentlich mehr von. Wir haben da eine Pupillenleuchte drin, wir haben ein Fieberthermometer drin. Und zwar eins, was auch unter Kühlung kann. Denn, Todesursache Nummer zwei, gleich nach dem Verbluten bei traumatischen Ereignissen aller Art ist die Unterkühlung. Und da komme ich aber gleich auch noch mal drauf. Hier in dem vorderen Fach haben wir ein klitzekleines bisschen Por la Documentación. Das hier ist die Rapid Rescue Documentation Chart, an der man sich durchhangeln kann nach CABCDE-Schema. Noch bestimmte andere Abfrageschema und ein altes indianisches Sprichwort sagt, use it or lose it. Denn solange der Rettungsdienst nicht da ist und der Patient noch ansprechbar ist, seid ihr diejenigen, die am meisten Informationen gewinnen können. Vorerkrankungen, Medikamente. Und das kann alles da fein säuberlich notiert und dokumentiert werden. Ein paar Masken, jetzt nicht unbedingt wegen Korönchen oder so, sondern die habe ich auch schon vorher drin gehabt. Für den Fall, dass unser Patient ein medizinischer Springbrunnen ist, aus dem Nasenrachenraum. Dass man gewisse Dinge halt nicht einatmet oder irgendwie in den Mund kriegt oder schluckt. Wir haben hier ein paar Stifte drin, wir haben hier eine Schere drin, wir haben hier eine Klemme drin. Nein, das ist keine Arterienklemme oder was in der Art. Sondern damit kann man, wenn dann irgendwann mal eine Infusion liegt, kann man die damit irgendwo anhängen. Also auch weiter nichts über die Maße brennt Spektakuläres. Dass das Ganze so übersichtlich und so einfach gestrickt ist, hat einen ganz einfachen Grund. Hab's so einfach und simpel wie irgend möglich. So, jetzt kommen wir hier einmal zu den Seitenfächern. Und da haben wir auf jeder Seite jeweils einen Tourniquet und eine Traumabandage des Vertrauens. Das ist zum Beispiel ganz sinnvoll, wenn wir bei Sanitätsdiensten sind, bei größeren Sanitätsdiensten, wo wir dann nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Patienten zu tun haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir endlich zum Hauptfach. Das alles ist das Hauptfach, sozusagen. Wir haben hier zwei Samsplint drin, wir haben hier eine Easy Bandage drin, das ist im Grunde eine dauerelastische Binde, die aber statt mit Schwiegermüttern, also diesen Metallkrampen mit Haken und Flauschband, hält. Damit kannst du die erfolgreich verwursten.
Du kannst damit aber auch ein Knöchel, ein Knie, ein Handgelenk stabilisieren oder bandagieren. Wir haben hier in der Tasche daneben haben wir noch eine Easy Bandage. Und wir haben hier ein Einmal Cool Pack. Dieses Einmal Cool Pack, meine Damen und Herren, haben wir in der Lock und Lock Box. Das haben wir aus gutem Grund in der Lock und Lock Box, weil wenn dieses Ding tatsächlich ausgelöst ist, platzt im Rucksack und sich ergießt, hat es ziemlich genau dieselben physikalischen Eigenschaften wie Batteriesäure und ist durchaus in der Lage, Reißverschlüsse oder bei Koffern zum Beispiel auch Scharniere zu zerstören. Traumabandage und Tourniquet haben wir gerade eben gesehen. Wir haben hier noch eine Traumatasche. Hier sind zwei Multi-Trauma-Bandages und komprimierte Gase drin. Wir haben hier eine Tasche zum Thema Wärmeerhalt. Und das hat einen guten Grund und Sinn. Wir haben hier einmal, wenn wir mit mehreren Verletzten zu tun haben, mehrere Rettungsdecken. Und wir haben hier einmal etwas, womit wir die Rettungsdecken irgendwie fixieren können. Und wir haben hier eine weitere Lock-in-Lock-Box. Und hier haben wir mehrfach verwendbare Wärmepads drin, die mit dem Bimetallplättchen. Na, wo ist es denn? Da unten ist es. Hier unten ist das Bimetallblättchen drin und da wird fröhlich drauf rumgeknetet. Man macht das Ganze sehr, sehr warm und das Ganze über relativ lange Zeit. Ist unser Patient dann in eine Rettungsdecke oder zwei eingepackt, dann klappt es auch sehr, sehr gut mit dem Wärmeerhalt und damit, dass wir den Patienten nicht in Farbe, Temperatur und Haptik eines Fischstäbchens an den Rettungsdienst übergeben. Das hier ist, wenn man so will, eine fünflagige Rettungsdecke in Art, Variante und Größe, dass man die auch durchaus als Notschlaf- und Biwaksack verwenden kann. Die haben wir, seitdem wir hier einen Reitunfall hatten und es da das ein oder andere Problemchen gab. Das Video dazu gebe ich dir gerne hier. Hier haben wir jetzt eine Box mit Nitrilhandschuhen in Schlumpftarn in der entsprechenden Größe. Ja, da der Trend zum Dritt- oder Viertpaar Handschuhe geht, wir notfalls auch in der Lage sein sollten, mehrere Ersthelfer zum Beispiel auf der Autobahn tatsächlich zur Hilfe anzuleiten, da haben wir mehrere Handschuhe, die ziehen sich Handschuhe über und dann ist zumindest ein großer Teil des Ekelfaktors weg. Und wir haben hier eine Tasche für Beatmung. Besonderheit hierbei ist, dass das Geraffel hier drin ein sehr kleines Packmaß hat. Das hier ist eine Absaugpumpe, die ausgezogen werden kann. Dann kann Nasenrachenraum damit abgesaugt werden. Das hier ist ein Beatmungsbeutel, wie man unschwer erkennen kann, mit sehr kleinem Packmaß. Da wird das gute Stück schon sehr entgegenkommt. Und wir nehmen hier einmal die Maske ab, wird hier an beiden Plastikteilen gezogen. Die Maske wird konnektiert und kann auf dem Patienten platziert und der Patient beatmet werden. Hier haben wir einen Sauerstoffanschluss, hier hinten haben wir ein Sauerstoffreservoir. Beide Gerätschaften kommen eigentlich aus dem militärischen Bereich, aus dem Bereich der Combat Medics und haben da durchaus ihre sinnvolle Bewandtnis. Jetzt packen wir das mal wieder zusammen. Das ist nicht ganz so einfach, das ist ein bisschen tricky. Aber letzten Endes ist auch das keine Raketentechnologie. Jetzt packen wir das Ganze hier wieder in unsere Tupper-Schüssel. Maske drauf, Deckel drauf, zuschrauben. Unsere Lieblingsabsaugpumpe wieder einpacken.
Tasche zu. So. Das war jetzt also alles nicht brennspektakulär. Das ist alles sehr, sehr übersichtlich. Und das von jemandem mit einer dreijährigen Vollzeitausbildung im anerkannten Gesundheitsfachberuf. Das habe ich aus einem ganz einfachen Grund so gemacht und das haben wir aus einem ganz einfachen Grund so gemacht. Zum einen war der Hintergrund, dass ich das Geraffel so gestalte, dass wenn ich irgendwie die Grätsche machen sollte und irgendwie brach liegen sollte, dass man auch mir in der Lage ist zu helfen, ohne dass man sich jetzt irgendwie genötigt fühlt, irgendwelche Gerätschaften anzuwenden, in die man weder geschult noch ausgebildet, eingearbeitet oder geübt ist. Und da gibt es sehr, sehr viele davon. Und Leute, ja, bei der Diagnostik ist auch kein BZ-Gerät dabei. Und da so an die verschiedenen Taktik-Coolinger unter euch. Leute, auch so ein BZ-Gerät und auch so ein BZ-Stix, so ein kleiner Pieks in die Fingerkuppe oder ins Ohrläppchen, stellt eine Körperverletzung dar. Und wenn euer Patient jetzt massiv Blutverdünner nimmt, dann seid ihr nicht der coole Hengst, der geile Macker, der Rächer der Enterbten, der Rächer der Witwen und Waisen, dann seid ihr mitunter tragender Teil des Problems. Und dann ist auch sehr, sehr schnell mal Schluss mit lustig und dann ist auch sehr schnell Schluss mit lustig mit der arme Ersthelfer, der wollte ja nur. Sondern dann hat der Ersthelfer eine Grenze überschritten, die er besser nachgelassen hätte. Wenn meine Lieblingsnotfallmedizin so einfach wäre, würde sie Fußball heißen und jeder machen. Ist sie aber nicht. Jetzt zu einem der DIN-Kits, die gern mal irgendwie verbastelt werden. In diesem Fall ist es das Kit Versorgungsset nach DIN 13156. Holzdorferin. Wir packen es mal aus. Ein wunderschönes Inhaltsverzeichnis. Wir haben hier ein paar Kompressen. Die finde ich gar nicht so schlecht. Prinzipiell, ne? Kompressen for President, eine Fixierbinde, ein DIN-Verbandpäckchen. Drei Viva-venöse Zugänge. Entsprechende Fixierpflaster dafür. Alkoholtupfer. Ein Infusionssystem. Ein Abwurf für die Nadeln dazu in den venösen Zugängen. Das hier ist ein Draht, der am großen Zeh kommt mit der verletzten Anhängekarte. Hier haben wir einen Venenstauer, den im Grunde zumindest im Rettungsdienst kein Mensch braucht. Das hier ist noch ein Braunhüllenpflaster. Hier haben wir einmal ein normales Tape. Und die Rettungsdecke ist eigentlich auch Material, was wir sehr, sehr gut lassen können. Hier haben wir noch einmal Handschuhe aus Vinyl. Kann man mögen, muss man nicht. Zum Thema Erste Hilfe bzw. zum Thema DIN-Kästen habe ich mich schon mehrfach ausgelassen. Ich habe da eine Playlist in ähnliche Richtung. Die findet ihr hier. So, warum verwende ich nicht dieses Material nach DIN? Wie gesagt, was wollt ihr damit veranstalten? Wollt ihr damit bei irgendjemandem schlau scheißen, den ihr nicht kennt? Den ihr nicht mögt oder beides, finde ich schwierig. Finde ich persönlich schwierig. Und ein weiterer Punkt ist, warum ich das Ganze so einfach gestrickt habe. Wenn du tatsächlich mit mehr als einem Verletzten zu tun hast, dann ist deine große Aufgabe definitiv nicht, auch wenn du mit einer medizinischen Qualifikation um die Ecke kommst, große Notfallmedizin zu zelebrieren, sondern deine Aufgabe ist, das therapiefreie Intervall, also zwischen Alarmierung des Rettungsdienstes und dem Eintreffen des Rettungsdienstes, so klein wie irgend möglich zu halten. Dazu brauchst du auch keine großartige, kein Schickimicki, kein
großes Rumgelumpe oder was. Na, eine gescheite Erste Hilfe reicht völlig aus. Und so, wenn, gerade wenn unser Patient ansprechbar ist, solange er ansprechbar ist, beschäftigt euch mit eurem Klientel. Redet mit demjenigen. Kommunikation ist in den seltensten Fällen eine Einbahnstraße, kann aber der Sache sehr, sehr hilfreich und zielführend sein. Wir haben uns für Gelb entschieden, weil du viele andere Farben draußen im Gemüse unter schlechten Sichtverhältnissen irgendwo im Gelände sehr, sehr schlecht findest und dann auch das dazugehörige Material relativ schwierig findest. Und bei diesem Neongelb hat es ganz einfach den Vorteil, du siehst, wo der Rucksack ist und du siehst, wo das andere Geraffel ist und es macht es einfach übersichtlicher. Denn auch das reduziert den Faktor Stress und den Human Faktor bei Fehlern dramatisch. Ist kein Witz, ist wissenschaftlich erwiesen. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, wäre ein Like ganz furchtbar witzig. Es wäre, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, ein Abo ganz großartig. Das Video darf auch herzlich gerne geteilt werden. Wir können uns über diesen Inhalt auch gerne unten in den Kommentaren auseinandersetzen. Was ich mir aber auf gar keinen Fall nochmal gefallen lasse, und das sage ich aus gegebenem Anlasser, ich lasse mir fachlich nicht auf den Schuh kacken. Von niemandem. Okay? Man kann mit mir wirklich über vieles reden. Man kann auch mit mir über diesen Inhalt des Rucksacks fachlich sich tatsächlich auseinandersetzen und diskutieren. Aber nochmal, ich lasse mir fachlich nicht auf den Schuh kacken. Ich habe ein Video zu einem Vorgängerrucksack gehabt, der erheblich größer war und der war in freundlich dezentem Rot. Und bin dermaßen mit Dreck beworfen worden, dass ich zum einen das Video irgendwann gelöscht habe und zum anderen habe ich diejenigen vor Gericht gezogen und ich habe gewonnen. Diskussion ja, Dreck bewerfen nein. Ganz einfach. Kennings, zu diesem Rucksack gibt es natürlich noch einen großen Rucksack. Den habe ich jetzt nicht gezeigt, sondern das ist mehr oder weniger unsere eierlegende Wollmilchsau, die ich tatsächlich für den Erstangriff für die Feuerwehr oder wenn ich über Saving Life alarmiert werde, womit ich dann tatsächlich losreite. Mit unserer Feuerwehr habe ich hier das Ding, dass unser Dörfli sehr, sehr lang und weilig bzw. weitläufig ist. Wir haben bis vor kurzem noch nicht mal ein eigenes, wirkliches, ernsthaftes das Feuerwehrhaus gehabt mit Alarmumkleide. Das ist jetzt gerade fertiggestellt worden. Wir haben alle unsere Klamotten tatsächlich zu Hause und fahren dann in den meisten Fällen fahren zwei, drei Leute zur Wache, holen das Fahrzeug, der Rest fährt die Einsatzstelle mit einem privaten Pkw an. Derartiges Material haben wir nicht auf dem Löschfahrzeug. Wir haben ein altes Löschfahrzeug, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das von 1993 oder 94 des letzten Jahrhunderts, tut aber durchaus seinen Job und ist mehr oder weniger für diese Gemeinde wirklich so konfiguriert, wie es am sinnvollsten ist. Und wir haben es gehabt, dass wir von vier Einsätzen, wo der Rettungsdienst eigentlich mit alarmiert worden wäre, dass er nicht mit alarmiert war. Und in drei Fällen davon haben wir tatsächlich den Rettungsdienst nochmal nachalarmieren müssen und der treibende Satz dazu bin ich. Und danach haben wir dann für uns beschlossen, dass ich den medizinischen Erstangriff sowohl für die eigenen Kräfte der Feuerwehr als auch für den gemeinen Bürger an sich hier in unserer ehrenwerten Gemeinschaft mache, in unserem Dörfli. Kennings, wie gesagt, ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Hat es euch nicht gefallen, sagt es mir. Hat es euch gefallen, sagt es anderen. Wenn ihr da mehr Bedarf habt und euch auch mal die Mutter unserer Rucksäcke angucken wollt, dann haut es auch bitte unten in die Kommentare. Der Rucksack ist erheblich größer, ist erheblich umfangreicher. Aber der ist, wenn wir das mal nüchtern und bei Licht betrachten, echt nur für Fortgeschrittene, weil da ist Geraffel drin, wo du weder als Ersthelfer noch als Sanitätshelfer mitarbeitest, sondern das ist tatsächlich für Leute mit einer ernsthaften Qualifikation vorbehalten. Nichtsdestotrotz, wenn ihr da auch Bock drauf habt, wir haben das Ganze einmal als Rucksack, wir haben nochmal einen Rettungssarg, das ist eine B&W-Box. Diese B&W-Box ist im Grunde in Anlehnung an die Schifffahrts-BG gepackt. Und das hat auch Gründe. Und wenn ihr auch dazu mal was wissen wollt, haut es unten in die Kommentare. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.
Showtime, folks.